Herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um die Bitcoin und damit noch einmal um einen neuartigen Vermögenswert und zumindest potenziell ein neues Rechtsobjekt, das erst durch die Digitalisierung und das Internet möglich geworden ist. Um die Bitcoin gibt es seit geraumer Zeit einen beträchtlichen Hype. Deswegen sprechen auch bei Bitcoin viele von einem Goldrausch. Manche fühlen sich allerdings mehr an den sogenannten Tulpenwahn in den Niederlanden erinnert. Im 17. Jahrhundert wurden in den Niederlanden Tulpen als Gartenblumen Mode und es kam dazu, dass für Tulpenzwiebeln von schönen Tulpensorten, wie hier der Sorte Semper Augustus, das war damals die teuerste Sorte überhaupt, enorme Preise gezahlt wurden. Es war also eine Tulpenzwiebel unter Umständen so teuer wie ein Grundstück oder ein Haus. Und dann eines Tages im Jahr 1637 brach der Preis plötzlich zusammen und Tulpenzwiebeln waren kaum etwas wert. Aus heutiger Sicht kann das kaum überraschen, denn der wirtschaftliche Nutzen einer Tulpenzwiebel ist natürlich gering und deswegen werden auch heutzutage nur geringe Preise dafür gezahlt. Manche Beobachter meinen, der Bitcoin würde es ähnlich ergeben gehen. Bislang ist davon allerdings nichts zu spüren. Die Bitcoin ist in den vergangenen Jahren sehr hoch gestiegen. Es gab dann erhebliche Einbrüche, aber zurzeit steigt der Preis wieder auf das Niveau, das er im Jahr 2017 schon einmal erreicht hatte. Im Vergleich zu den Preisen zum Beispiel von Anfang 2017 war bis Mitte des Jahres eine Verachtfachung des Preises oder eine 16-fachung des Preises eingetreten und wir sind jetzt wieder auf diesem Niveau. Bevor wir uns die wirtschaftliche und die rechtliche Bedeutung der Bitcoins näher ansehen, müssen wir uns ein bisschen mit der Technik beschäftigen und das bedeutet bei der Bitcoin, dass wir die dahinterstehende Blockchain-Technologie uns ansehen müssen und das wiederum verlangt, dass wir zunächst mal über Hashwerte sprechen. Hashwerte sind vereinfacht gesprochen schlicht Zahlenwerte, die mit mathematischen Verfahren aus Daten aller Art berechnet werden können. Man kann also beispielsweise aus einem Textstück so einen Hash berechnen. Ich kann Ihnen das hier mal anhand meines kleinen Programms zeigen. Wir geben hier einen Namen ein, bekommen dafür eine bestimmte Zahlenkombination heraus. Das Besondere an Hashes und an den mathematischen Verfahren, mit denen man solche Hashes berechnet, ist nun, dass der Algorithmus für denselben Wert immer denselben Hash ausspuckt. Wir können das hier mal mit meinem Namen probieren. Sie sehen, da kommt derselbe Wert raus, der hier oben schon in der Tabelle eingetragen ist, obwohl ich den Wert oben mit einem Programm im Internet ermittelt habe und diesen unten jetzt lokal mit einem Visual Basic for Applications Script ausrechnen lasse. Gleichzeitig sieht man auch, da kommt ein wahlloser Zahlenwust heraus, hier in hexadezimalen Zahlen geschrieben, der nichts mit dem ursprünglichen Namen zu tun hat. Es ist also unmöglich, vom Hash aus die ursprünglichen Daten zu rekonstruieren. Wenn man aber einen bestimmten Wert hat, zum Beispiel meinen Namen, kann man prüfen, ob der Hashwert, den man irgendwo hat, dazu passt. Ich kann also meinen Namen in diesem Programm eingehen und prüfen, ob der Hashwert der ist, der hier auch in der Tabelle steht. Das ist also eine Art Einbahnstraße. Von meinem Namen führt ein mathematischer Weg zum Hashwert, aber nicht zurück. Und zweitens, jede minimale Änderung des Namens führt zu einem völlig anderen Hashwert. Das heißt, minimale Änderungen an den Ausgangsdaten führen zu völlig anderen Hashes. Solche Hashwerte lassen sich nun von Daten aller Art berechnen. Man kann auch aus einem Hashwert oder einer Kombination von Hashwerten einen weiteren Hashwert errechnen. Und diese Eigenschaft von Hashes, diese verschiedenen Eigenschaften, macht sich nun die Blockchain-Technologie zunutze. Eine Blockchain ist, wie der Name sagt, einfach eine Verkettung, eine Chain von Blöcken, nämlich Blöcken von Informationen. Das könnten also einfache Listen mit Namen oder Texten sein oder auch, so wie bei der Bitcoin, Auflistungen von Geschäften, von Transaktionen. Könnte also eine Liste sein, zum Beispiel A überweist an B 50 Bitcoin, B überweist an C 20 Bitcoin, C überweist an A 30 Bitcoin oder dergleichen mehr. In jedem Informationsblock werden zu diesen einzelnen Informationen, zu den einzelnen Datensätzen Hashes gebildet, so wie eben aus meinem Namen. Und die verschiedenen Hashes werden dann zu einem Gesamthash vereinigt, der im
Kopf, also am Anfang der Datensequenz eines Blocks, gespeichert wird. Das Besondere ist nun, außerdem enthält jeder Block den Hash des vorangehenden Blocks. Weil es nun so ist, dass eine minimale Veränderung der Ausgangsdaten den Hashwert verändert, heißt das, wenn ich in dem Informationsblock eine einzelne Transaktion verändere, zum Beispiel aus A überweist an B 50 Bitcoin mache, A überweist an B 30 Bitcoin, dann ändert sich der Hash. Und weil der Hash jedes Blocks ja auch im folgenden Block enthalten ist, ändert sich auch der Hashwert des folgenden Blocks, weil sich da auch die Ausgangsdaten minimal verändern. Und so pflanzt sich eine Änderung an einem Glied der Kette in alle anderen Glieder der Kette fort. Und das macht es ausgesprochen schwierig, im Nachhinein die Information zu verändern. Wenn ich nämlich beispielsweise in einer Transaktion, die schon 20 oder 30 Blöcke weiter hinten in der Kette gespeichert ist, etwas verändern will, zum Beispiel das Guthaben, das ich in Bitcoin habe, vergrößern will, reicht es nicht, wenn ich einen Datensatz manipuliere, sondern ich muss auch alle folgenden Datensätze manipulieren. Dadurch ist die Blockchain eine Art von Datenbank zur Speicherung von prinzipiell beliebigen Daten, die in besonderer Weise fälschungssicher ist. Und sie wird nicht dadurch fälschungssicher, dass die Institution, der man vertraut, die Daten bewacht, sondern dadurch, dass die Technik selbst für die Fälschungssicherheit sorgt. In einem traditionellen Verfahren würde man sensible Daten, die gegen Manipulation geschützt werden müssen, ja einer Institution anvertrauen. Also dem Betreiber eines Servers, der den Server gut sichert dagegen, dass er manipuliert wird. Oder bei Kontodaten einer Bank, die eben für die Kontoführung zuständig ist. Bei der Blockchain ist das anders. Die Blockchain wird dezentral gespeichert bei vielen verschiedenen Personen, die alle nicht unbedingt vertrauenswürdig sein müssen, die alle eine Kopie dieser Blockchain speichern. Die Blockchain der Bitcoin ist derzeit in über 9000 Rechnern gespeichert. Das ist ein Datenvolumen von etwa 320 Gigabyte. Und die Sicherung gegen Manipulation besteht einerseits darin, dass es viele Kopien gibt, sodass, wenn ich meine Kopie manipulieren würde, das nicht reichen würde, weil alle anderen ja noch das Original hätten. Und zum anderen darin, dass eben eine Manipulation sofort entdeckt wurde, weil sie zur Veränderung aller folgenden Datensätze führen müsste. Ich kann also nicht an einer Stelle isoliert was ändern und es fällt nicht weiter auf, sondern alle folgenden Datensätze ändern sich, sodass sofort auffiele, beispielsweise meine Kopie der Blockchain kann nicht der richtige sein, weil alle Datensätze anders aussehen als bei allen anderen. Und überdies ist es enorm rechenintensiv, eine Blockchain neu auszurechnen, weil man eben die Hashwerte für alle folgenden Datensätze neu berechnen muss und das sehr viel Rechenzeitfrist. Deswegen ist es undenkbar, die Blockchain im Nachhinein zu manipulieren, obwohl sie von verschiedenen Leuten gespeichert wird, von denen keiner in irgendeiner Weise besonderes Vertrauen genießen muss. Und auf diese Weise entsteht diese verkettete Liste, in dem also ein neuer Block geschrieben wird mit dem Hash der darin enthaltenen Daten und dem Hash der vorausgehenden Transaktion. Der nächste Block wird wieder zusammengesetzt aus dem Hash des vorigen Blocks, dem neuen Daten, dem Hash der neuen Daten. Daran wird wieder ein Block angesetzt, der aus dem Hash der in diesem Block gespeicherten Daten und dem Hash des vorangehenden Blocks, der wiederum auf dem Hash des vorigen Blocks aufbaut, zusammengesetzt ist. Und so wird ein Element an das andere gesetzt und die Kette wächst immer weiter. So, nachdem ich mich wieder freigeschaufelt habe, können wir uns jetzt ansehen, wie das bei der Bitcoin aussieht. Die Bitcoin ist eine Blockchain, die, wie schon erwähnt, die Besonderheit hat, dass sie Transaktionsdaten in ihren Datenblöcken speichert, also Informationen darüber, wie Bitcoin von einem Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks zum anderen transferiert wurden. Eine zweite Besonderheit liegt in der Art und Weise, wie bei der Bitcoin-Blockchain die Hashwerte für den nächsten Block berechnet werden. Es genügt da nicht einfach ein Hashwert, der nach einem Algorithmus, wie eben gezeigt, berechnet wurde, sondern es werden zusätzliche Anforderungen gestellt, sodass es ausgesprochen rechenintensiv wird, den richtigen Hashwert zu finden. Und der Schwierigkeitsgrad wird von dem
Mechanismus, der das Ganze steuert, selbsttätig so festgelegt, dass je nachdem, wie viele Rechner und wie viel Rechenpower in dem Netzwerk der Bitcoin vorhanden ist, die Aufgabe schwieriger oder leichter wird, sodass immer circa alle 10 Minuten ein neuer Block an die Blockchain angehängt werden kann. Wenn nun jemand so einen neuen Block gefunden hat, dann hat er ja dafür erhebliche Arbeit in Form von Rechenleistung aufgewendet und dafür bekommt er eine Belohnung, nämlich neue Bitcoin. Das ist überhaupt der einzige Weg, wie Bitcoin zur Entstehung gebracht werden, dass sie jemanden als Belohnung für das Finden des nächsten Hashes und das Speichern des nächsten Blocks in der Blockchain zukommen. Die Bitcoins sind ihrerseits schlicht Zahlenkombinationen, die wiederum bestimmten Anforderungen genügen. Insgesamt können Bitcoin im Wert von 21 Millionen oder in der Summe von 21 Millionen Bitcoin gefunden werden. 18 Millionen davon hat man schon. Es geht aber immer langsamer, eben dadurch, dass der Algorithmus das Finden von Bitcoin zunehmend erschwert und die Belohnung, die für das Finden eines neuen Blocks gegeben wird, zunehmend geringer ausfällt. Wozu dieses System? Nun, zum einen führt es eben dazu, dass diese Bitcoin in Umlauf gesetzt werden, die das ganze System erst am Laufen halten. Zum anderen ist die Notwendigkeit, einen großen Recheneinsatz zu leisten, damit ein Block gefunden wird, eine zusätzliche Sicherung für die Integrität der Blockchain. Denn es wird dadurch sehr schwierig, sehr aufwendig, das Ganze zu manipulieren. Wenn man einen früheren Block manipulieren wollte, müsste man die Hashes ja alle neu berechnen und dafür den großen Rechenaufwand leisten. Der Anfang des Bitcoin-Verfahrens bestand also darin, dass der Erfinder des Systems selbst die ersten Bitcoin gefunden hat und den ersten Block gespeichert hat, in dem verzeichnet ist die Überweisung oder die Gutschrift dieser Bitcoin an ihn selbst. Und von da an sind dann die weiteren Blöcke aufgebaut worden. Die Bitcoin, wie gesagt, ist nichts anderes als eine Zahlenkombination. Und eine weitere Zahlenkombination, nämlich die Adresse, ist die virtuelle Geldbörse. Damit ich jetzt über eine bestimmte virtuelle Geldbörse verfügen und ein Bitcoin-Guthaben zu einem anderen Teilnehmer bewegen kann, brauche ich zusätzliche kryptografische Sicherungen, so ähnlich wie bei einer Verfügung mit der Euro-Scheckkarte. Es gibt da also eine Geheimzahl, den sogenannten Private Key des Nutzers, mit dem er auf sein Wallet, auf seine Geldbörse zugreift. Und es gibt dazu einen öffentlichen Schlüssel, den Public Key, mit dem andere prüfen können, ob eine Transaktion tatsächlich vom Inhaber des richtigen Private Key signiert wurde, ob sie also von dem Berechtigten ausgeführt wurde. Nicht kann man aber mithilfe dieses Public Key den Private Key herausfinden. Das ist also so wie eben auch wieder eine Einbahnstraße. Man kann mit dem Public Key einen Private Key überprüfen, aber nicht erzeugen. Und deswegen kann eben nur derjenige, der seinen eigenen Private Key kennt, über sein Guthaben verfügen. Solange man diesen Private Key keinem anderen verrät, ist das Guthaben sicher. Und Manipulationen werden eben erschwert durch die Rechenleistung, die man für eine Speicherung in der Blockchain erbringen muss, erschwert und durch die Tatsache, dass eben die Blockchain verkettet ist. Damit entsteht ein sehr sicheres Transaktionssystem, ein sehr sicheres Aufzeichnungssystem, ohne dass eine staatliche Stelle oder eine Bank involviert wäre. Und überdies ist es auf diesem Wege möglich, Geld ohne Namensnennung zu transferieren. Man muss nur die Kontonummer, also die Walletnummer, die Adresse des Empfängers kennen und der Empfänger erfährt auch nur, von welchem Wallet er das Geld bekommen hat. Natürlich ist es denkbar, dass man ein Wallet einer bestimmten Person zuordnen kann, aber zunächst mal ist das eine relative Anonymität. Das funktioniert also alles ganz gut. Die einzige Frage ist, warum diese Bitcoin eigentliche Werte haben. Und sie haben ganz erhebliche Werte. Ich habe Ihnen hier aufgezeichnet, wie die Werte aussahen. Seit 2017 halte ich diese Vorlesung. Damals hatte ich überlegt, ob ich nicht, um das besser erklären zu können, selbst ein paar Bitcoin kaufe. Hätte ich das mal gemacht, damals hätte ich gegen 2000 Euro bezahlt und das Ganze wären jetzt 16.000 Euro wert. Also, Leute bezahlen viel Geld, viel reales Geld dafür, dass ihnen Bitcoin gutgeschrieben werden. Und warum sie das tun, kann niemand so richtig erklären. Es ist so ähnlich wie mit den Tulpen. Es steht kein realer Wert zunächst mal dahinter, nur die Begeisterung der Leute dafür, dass sie das haben wollen. Und damit
hat das einen Marktwert, weil Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und inzwischen sind auch Leute bereit, dafür Waren und Dienstleistungen zu liefern. Und damit steht tatsächlich hinter diesem Bitcoin ein Wert. Aber dieser Wert kann sich, wenn sich die Erwartungen und die Begeisterungen ändern, auch schnell verflüchtigen. Es gibt Leute und Geschäfte, die Bitcoin als Bezahlung akzeptieren. Insofern ist es nicht undenkbar, dass sich Fälle stellen wie dieser hier, an dem ich ein paar Rechtsfragen zur Bitcoin mit Ihnen durchspielen will. Wir nehmen also an, ein Käufer K möchte von einem Verkäufer V ein Ölgemälde erwerben und weil man vielleicht eine diskrete Zahlung will, beschließt man das Ganze in Bitcoin abzuwickeln. Es wird also ein Kaufpreis von einer Bitcoin vereinbart. Das Gemälde wird auch geliefert, aber der Käufer überweist die Bitcoin nicht, obwohl er gemahnt wird. Und als er schließlich zahlt, verlangt der Verkäufer Verzugszinsen. Der Käufer meint, eine Schuld in Bitcoin kann doch wohl kaum verzinslich sein. Außerdem ist gar kein Schaden entstanden, der Kurs ist gestiegen. Was willst du denn? Frage also, kann jetzt V von K Verzugszinsen verlangen? Verzugszinsen gibt es bei einer Geldschuld und die Anspruchsgrundlage ist § 288 BGB. Sie kennen das, 5% über dem Basiszinssatz. Das wäre also in einem Monat kein großer Betrag, aber da eine Bitcoin schon eine Menge Geld ist, ein handhabbarer Betrag. Frage also, haben wir die Voraussetzung eines Anspruchs aus 288? Dafür brauchen wir zunächst eine Forderung des V gegen K, mit der K in Verzug kommen kann. Das wird man sicherlich bejahen können. Allerdings fangen die Probleme schon dabei an, wenn wir uns fragen, was ist denn die Anspruchsgrundlage für diese Forderung? Wenn wir annehmen, Bitcoin ist Geld, dann ist die Anspruchsgrundlage schlicht 433 Absatz 2, denn dann handelt es sich hier um einen normalen Kaufvertrag und die Leistung des Käufers besteht in der Zahlung nach 433 Absatz 2. Meint man aber, die Bitcoin ist doch eher kein normales Geld, dann müsste man sich fragen, was für ein Vertrag ist dann eigentlich der Austausch Gemälde gegen Bitcoin? Man könnte sich dann auf den Standpunkt stellen, das ist ein Tausch. Man könnte sagen, die Bitcoin ist zumindest ein Gegenstand im weiteren Sinne. Diese tatsächliche Möglichkeit, über ein Guthaben zu verfügen, ist ein Gegenstand. Und dann wäre das ein Tauschvertrag, in dem Bitcoin, wenn sie eben kein Geld ist, getauscht werden gegen eine Sache, das Ölgemälde. Und dann wurde für die Leistungspflicht des K, diese Bitcoin zu übertragen, § 480 BGB gelten. Der sagt, es ist das Kaufrecht analog anzuwenden, aber weil beim Tausch beide Seiten eine Leistungspflicht haben, die nicht in Geld besteht, würde sich dann die Leistungspflicht des K in analoger Anwendung von 433 Absatz 1 und 453, weil es sich um einen sonstigen Gegenstand handelt, ergeben. An der Stelle muss man die Frage, was nun richtig ist, nicht unbedingt entscheiden, denn einen Anspruch gibt es allemal, nur die Anspruchsgrundlage ist unklar. Insofern kann das an der Stelle offen bleiben, aber wir brauchen ja für 288 BGB eine Geldschuld, müssen also im nächsten Punkt auf jeden Fall entscheiden, haben wir denn nun eine Geldschuld? Das hängt davon ab, was unter einer Geldschuld zu verstehen ist und darüber streiten die Gelehrten. Es gibt Vertreter eines eher funktionalen Ansatzes. Das ist so ein bisschen wie beim Programmieren das Duck-Typing. If it quacks like a duck, if it walks like a duck, it probably is a duck. Wenn es sich wie Geld verhält, wenn es die Funktionen von Geld erfüllt, dann ist es Geld. Was sind denn nun die Funktionen von Geld? Da unterscheidet man mindestens drei. Man sagt, Geld ist ein Tauschmittel. Das kann man auch von der Bitcoin sagen. Wir sehen ja gerade, dass man auch dafür Waren erwerben kann. Es ist zweitens ein Wertmesser. Man kann den Wert von anderen Gegenständen in Bitcoin ausdrücken. Das kann man auch noch bejahen. Und geeignet als Wertspeicher. Man kann Werte aufbewahren, indem man sie in Geld in den Sparstrom steckt oder aufs Konto legt. Das wird von vielen bezweifelt, weil die Bitcoin im Wert so stark schwankt, dass sie sich als schlichter Wertspeicher eigentlich nicht eignet. Wenn man Bitcoin erwirbt, ist das ein hochspekulatives Geschäft. Ein ganz zwingender Einwand ist das allerdings nicht, weil es ja auch Währungen von Staaten gibt, ganz herkömmliches Geld, das in seinem Kurs zu anderen Währungen stark schwankt. Trotzdem ist es ein gewisser Einwand, dass die Bitcoin eben so gar nicht reguliert und garantiert ist und deswegen so stark im Wert schwankt. Andere stellen entweder darauf ab, dass Geld immer von jemandem als Kredit ausgegeben wird. Also Banknoten sind ja Forderungen gegen die Bundesbank oder gegen die Europäische Zentralbank. Insofern ist das durch einen Emittenten reguliert und stellt eben letztlich eine Schuldforderung gegen den Emittenten dar. Das ist bei der Bitcoin nicht so. Es gibt keinen Emittenten. Die Bitcoin ist keine Schuldforderung. Sie ist eben nur etwas Tatsächliches.
und sie ist auch nicht staatlich als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Deswegen kann man unabhängig davon, was man nun für Geld für den tragenden Gesichtspunkt hält, sagen, dass Bitcoin doch wichtige Merkmale von Geld fehlen und deswegen scheint mir mehr dafür zu sprechen, die Geldeigenschaft zu verneinen. Es gibt aber andere, die das liberaler sehen. In der Rechtsprechung ist die Frage nicht wirklich entschieden. Das Kammergericht hat im Zusammenhang mit einer Frage des Bankaufsichtsrechts auch die Tendenz erkennen lassen, dass Bitcoin kein Geld sind. Daran knüpfen sich noch viele weitere Fragen. Wir wollen es aber hier dabei bewenden lassen und lieber noch auf andere Blockchain-Anwendungen werfen. Es gibt noch eine Reihe weitere Kryptowährungen unterschiedlicher Art. Es gibt zum Beispiel den Tether. Das ist eine Währung, die an den Dollar gebunden ist, die also die Blockchain-Technologie nutzt, um Transaktionen aufzuzeichnen, aber einen festen Wert von einem Dollar hat. Es gibt ein System, das von den Banken selbst betrieben wird, um ihren Zahlungsverkehr über die Blockchain abzuwickeln. Das heißt Ripple oder jetzt XRP. Es gibt Bitcoin Cash, was eine Abspaltung von der alten Bitcoin ist, weil es Streit unter den Entwicklern gab, wie das technisch weiterzuentwickeln ist. Das alles soll hier nur kurz erwähnt sein. Sie sehen auch da steckt einiges Geld drin. Das ist die Marktkapitalisierung, also der Wert aller umlaufenden Einheiten dieser Währungen. Die Bitcoin ist aber klar vorne. Der Zweitplatzierte hier, die Firma Ethereum, die ist so interessant, dass wir sie noch näher uns anschauen sollen. Das Besondere an dieser Firma ist, dass die Möglichkeiten in der Blockchain Vorgänge anzustoßen stark erweitert sind. Bei Bitcoin kann man im Prinzip nur die Anweisung geben, einen bestimmten Betrag von A nach B zu transferieren. Hier gibt es die Möglichkeit, in der Blockchain ganze Programme ablaufen zu lassen. Also es gibt eine Programmiersprache, mit der man Kommandos aller Art über die Blockchain ablaufen lassen kann. Das heißt, sie werden ausgeführt von allen beteiligten Computern und die Ergebnisse werden in der Blockchain abgespeichert. Damit kann man sogenannte Smart Contracts realisieren. Smart Contracts sind, anders als ihr Name sagt, keine echten Verträge, sondern zunächst mal Programme, die in der Blockchain ablaufen. Die vernetzten Computer werden wie ein einziger großer Computer behandelt. Das Ergebnis wird eben in der Chain abgespeichert. Und man muss mit der Kryptowährung dieses Netzwerks, mit dem sogenannten Ether, dafür bezahlen, dass man ein Programm auf diesem großen Computer ablaufen lässt. Das dient also zugleich dazu, die Dienstleistung, die darin liegt, dass diese Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird, zu bezahlen. Was kann man nun mit solchen Smart Contracts machen? Ein wesentlicher Punkt ist die Automatisierung von wirklichen juristischen Verträgen. Und manche werfen das tatsächlich in eins und sagen, in einem Smart Contract gilt Code is Law, also der Programmcode ist zugleich das Gesetz, weil der Vertrag automatisch implementiert wird, automatisch das Vertragsrecht durchgesetzt wird. Wie kann sowas gehen? Sie können sich das an einem einfachen Beispiel wie die Wohnungsmiete übers Internet vorstellen. Man könnte sich also vorstellen, dass man künftig Wohnungen zum Beispiel bei Airbnb in der Weise mietet, dass man eben einen Smart Contract anspricht, also beiderseits dem Smart Contract die Nachricht übermittelt, wir stimmen diesem Kontrakt zu, wir wollen den Mietvertrag schließen. Dann fordert der Smart Contract vom Mieter die Mietzahlung und wenn der Mieter das bezahlt hat, alles Notwendige getan hat, dann übermittelt ihm der Smart Contract automatisch die Kombination, um das Türschloss zu öffnen. Da könnte man also tatsächlich den Vertragsschluss und auch die Abwicklung des Vertrages zunächst mal vollständig automatisieren, sodass alle Rechtsfolgen von selber eintreten, es weder Gerichte braucht noch Juristen, weil alles von selber regelgerecht abläuft. Spätestens im Bereich des Leistungsstörungsrechts glaube ich aber, dass das an seine Grenze kommt, denn wenn der Vermieter wieder geht, wenn der Mieter wieder geht und auf dem Sofa ist ein großer Fleck, dann kann man sich vielleicht noch vorstellen, dass ein Sensor den erfasst, aber dass der Smart Contract automatisch entscheidet, wie viel Ersatzleistung dafür notwendig ist und wie viel von der Kaution zurückzuzahlen ist, wird schon schwieriger. Und umgekehrt, wenn etwa der Mieter sich über Lärm beklagt oder darüber, dass die Heizung ausgefallen ist oder darüber, dass es schimmelt, dann wird es schon schwierig werden, das alles mit Sensoren zu erfassen und erst recht automatisch zu bewerten. Ich denke, da kommen solche Smart Contracts an ihre Grenze. Zum Thema Smart Contracts und wie sie sich zu den Verträgen des BGB verhalten, habe ich noch einen Fall vorbereitet, den ich in diesem Video nicht besprechen werde, sondern den ich Ihnen zur Wiederholung und Vertiefung empfehle. Es wird dazu auch eine Wiederholungsfrage wieder
geben auf StudIP, die Sie behandeln können. Und es wird dann ein kleines Video geben, wo wir diesen Fall noch besprechen und daran uns nochmal mit Smart Contracts beschäftigen. Ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine weitere Fortentwicklung des Ganzen hinweisen. So wie man Verträge aller Art in der Blockchain implementieren kann, so könnte man sich auch vorstellen, dass man ganze Gesellschaftsverträge und Unternehmensorganisationen in einer Blockchain abbildet. Dafür steht das Schlagwort Decentralized Autonomous Organizations. Und da geht es also darum, dass die gesamte Arbeitsweise einer Gesellschaft oder einer Organisation abgebildet wird in der Blockchain, sodass sie bei bestimmten Ereignissen in bestimmter Weise reagiert. Man hat das unter anderem ausprobiert mit einem Investmentfonds, der also sein Geld in Form von Ether bekam über die Blockchain und dann auch Abstimmungen über Investitionsentscheidungen in der Blockchain-Technologie realisierte. Nun ist gerade diese erste DAO Opfer eines Hackerangriffs geworden und hat das Ganze so ein bisschen zum Erlahmen gebracht. Es gibt heute eine Handvoll solcher DAOs. Das Thema können wir aber im Rahmen der Vorlesung nicht weiter behandeln. Ich möchte es aber wenigstens erwähnt haben. Bei Interesse finden Sie viel Literatur dazu. Das soll es zum Thema Blockchain und Bitcoin gewesen sein. In der nächsten Woche geht es dann um den digitalen Nachlass. Für heute vielen Dank.